Täusch dich nicht. Ich verfüge über grenzenlose Macht. Spüre den Schmerz! Für die Zukunft musst du fallen! Spendet mir Kraft! Wer sich mir in den Weg stellt, wird vernichtet! Das ist noch nicht das Ende. Spendet mir Kraft! Mein Versprechen, ich muss es.
Spar dir deine Geringschätzung. Dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Du kannst einen Unsterblichen nicht besiegen. Hab ich dich. Du hättest dich vielleicht nicht nur meinen Erinnerungen an die Zukunft widmen sollen. Du hast außer Acht gelassen, dass dieser Turm schon immer ein Symbol der Hoffnung war. Die Alager schufen ihn, um die Kraft des Himmels aufzunehmen. Dies ist der größte jemals geschaffene weiße Aurazit. Diese Kraft, die du verächtlich aus den Herzen all dieser treuen Helden stahlst, sie ist nicht länger dein. Das ist doch... Ich dachte, ich könnte die Meinen retten, wenn ich mich Zodiac hingeben würde. Ich opferte alles für dieses eine Ziel. Aber das Leid meines Volkes sollte nicht enden, das Wehklagen nicht verstummen. Die Zukunft der Welt hing in der Schwebe. Und Chaos machte sich breit. Die Ashians waren zutiefst gespalten, der Konvent uneins. Elidibus, der Fürsprecher, musste etwas tun. Ich musste etwas tun. Und so spaltete ich mich wieder von Zodiac ab. Ich liebte sie. Jeden Einzelnen. Sie alle waren meine Brüder und Schwestern. Ich dachte, wenn ich meine Aufgabe erfülle, könnte ich sie wiedersehen. Noch einmal in ihre glücklichen Gesichter blicken. Endlich wissen, dass der Albtraum enden würde. Es ist vorbei. Alles verloren. Ich bin der Letzte.
Glänzend. Nicht wahr? Ich habe zu guter Letzt alles erreicht, was ich mir als Kristallexarch vorgenommen hatte. Erstaunlich, nicht? Die achte Katastrophe verhindern. Einen Weg für euch zurück nach Hause finden. Den guten Leuten von Norvrand helfen. Ja, plötzlich scheint nichts mehr unerreichbar. Ich habe noch eine Bitte. Auch wenn es lächerlich wirken mag. Ich will mit dir auf Reisen gehen, dein nächstes Abenteuer miterleben und all jene, die folgen mögen. Wiedersehen, oder? Danke. Meine Seele, meine Erinnerungen, sie liegen nun in deinen fähigen Händen. Lass meinem Körper ein schillerndes Denkmal sein. Soll er sie an ihre Träume erinnern und ihnen Hoffnung auf eine bessere Zukunft spenden. All die guten Leute, die mich den Kristallexarchen nannten. So begann der Exarch seine stille Wache über den ersten Splitter. Und wie der Bade, Forscher und Königssohn es sich wünschte, diente er jedem, der ihn sah, als strahlende Erinnerung.
Der Heldin, die zwischen den Welten reiste, war er ein Leuchtfeuer, auf das sie sich nicht zwischen den Dimensionen verlor. Der Kristallturm, die Brücke über den Riss der Dimension, stand stolz in alle Ewigkeit.
Werte Frau Chai, bitte, so beruhigt euch doch. Ich will mich aber nicht beruhigen. Der Abschied von dir, meinem liebsten Alfino, zerreißt mir das Herz. Ach, du bist es. Wie du siehst, hat meine Frau die Neuigkeit von Alfino nicht gerade leicht hingenommen. Die Ärmste ist völlig außer sich. Und ich weiß einfach nicht, wie ich ihr helfen kann. Ja, mein Werk ist vollbracht. Jetzt fehlen nur noch die richtigen Worte. Frau Chai, bitte hört mir zu. Einst gründete ich eine Gemeinschaft mit dem noblen Ziel, Gutes zu tun. Doch dabei unterliefen mir schwerwiegende Fehler. Fehler, für die andere mit ihren Leben bezahlten. Als ich sah, wie Worthry ohne Rücksicht auf Verluste seine Vorstellung von einer perfekten Welt verwirklichen wollte, da erkannte ich einen Teil meiner selbst in ihm. Deshalb hat es mich besonders gefreut, dass diese Stadt einen Neuanfang geschafft hat. Damit ist meine eigene Schuld nicht beglichen. Aber es hat mir gezeigt, dass man sich immer wieder aufrichten kann, egal wie tief der Fall auch gewesen sein mag. Das hat mir Mut gemacht. Mit neuer Hoffnung im Herzen will auch ich nach vorn blicken und meinen Weg gehen. Sei versichert, dass wir keine Mühen scheuen werden, um Yulmor zu einer guten Stadt zu machen. Einer gerechten Stadt. Du wirst weiter unsere Welt besuchen können, nicht wahr? Wenn es Neuigkeiten zu berichten gibt, werden wir dir einen Brief mitgeben. Vermutlich werden es nicht immer nur gute Neuigkeiten sein. In diesem Fall hoffe ich, dass wir auch weiterhin auf deinen wertvollen Rat zählen können, Alfino. Aber selbstverständlich. Ich bin euch jederzeit wieder gerne zu Diensten. Alfino, du hast schon so viel für uns getan. Wir werden immer an dich denken und für dich beten, auf dass dein Leben voller Frieden und Freude sein möge. Ich werde immer an dich denken, mein mutiger, mein reizender Maler. Ja, ich werde euch auch nie vergessen. Lebt wohl.
Ist das etwa Artberts Kristall? Er fühlt sich anders an. Sag, was ist geschehen? Was für ein unwürdiges Schauspiel. Nur gut, dass du dem Spuk ein Ende bereitet und damit Artberts Ehre gerettet hast. Ich danke dir. Den Kristall nehme ich gern in meine Obhut. Ruhe in Frieden, Artbert. Du hast es dir verdient. Also gut. Aber das kann doch nicht sein. Seto, du bist wirklich groß geworden. Artbert, ich habe dich ja so vermisst. Verzeih mir, dass ich nicht für dich da war, als du mich am dringendsten brauchtest. Verzeih, dass ich dich nicht beschützen konnte. Hätte ich doch bloß früher den Mut gefunden, dir zu sagen, wie viel du mir bedeutest, wie sehr ich mir wünsche, dass du glücklich bist. Das weiß ich. Ich wusste es schon immer. Ich danke dir, mein treuer Freund. Seine Reise ist also noch nicht zu Ende. Dann ist dies auch kein Lebewohl. Möge er dich noch eine lange, lange Zeit auf deinen Wegen begleiten. Vielleicht sollte ich es öfter so machen wie früher. Einfach losfliegen. Einfach vom Wind treiben lassen.
Matoya! Matoya, nein! Sag es nicht, ich bitte dich. Sag nicht, dass du fort musst. Ich will, dass du bleibst. Hier, bei mir. Ahuna. Verzeih, ich konnte es mir einfach nicht verkneifen, auch wenn ich dich damit in Verlegenheit bringe. Matoya, wir, die Untertanen der Nacht, haben dir so viel zu verdanken. Mit deiner Weisheit, Stärke und Güte hast du uns wieder auf die Beine geholfen. Wir werden die Hexe Matoya niemals vergessen. Ich werde dich niemals vergessen. Pass gut auf dich auf, in dieser anderen Welt. Ich werde euch wirklich vermissen. Denkt daran, die Gebete der Untertanen der Nacht enthalten die Weisheit eurer Vorfahren. Nehmt sie euch zu Herzen, auch wenn sich die Dinge manchmal im Lauf der Zeit ändern mögen. Aber bleibt stets wissbegierig und vergesst dabei nicht, euren eigenen Kopf zu benutzen. Darin liegt das Geheimnis, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Wir werden es uns jeden Tag aufs Neue zu Herzen nehmen, versprochen. Bis unsere Seelen Teil des dunklen Himmelsmeeres werden und als Sterne auf unsere Nachfahren herabfunkeln. Eine weise Entscheidung. Aber bedenke stets, dass es auch Herausforderungen gibt, die man selbst mit vereinten Kräften nicht bewältigen kann. Und falls ihr einmal nicht mehr weiter wisst, was sollen wir dann tun, Matoya? Ist doch klar. Dann ruft ihr mich natürlich. Schließlich bin ich die Hexe Matoya. Ich werde schon einen Weg finden. Außerdem gibt es hier auch noch das eine oder andere Geheimnis zu lüften. Ach, Matoya! Hey, lass mich wieder runter!
Damit sind wir vollzählig. Und ich glaube, wir konnten uns alle von unseren Freunden hier verabschieden. Beckluck bereitet gerade unsere Wesenskristalle vor. Er hat uns gebeten, ihn im Kristallturm aufzusuchen, sobald wir alle bereit für die Rückreise sind. Wenn ich noch etwas sagen darf. Ich möchte euch von Herzen danken für alles, was ihr getan habt. Minfilia bewahrte Norvrand vor der Lichtflut. Der Kristallexarch gab uns Hoffnung. Und die Kriegerin der Dunkelheit führte uns zum Sieg. Was ihr alle für uns getan habt, lässt sich kaum in Worte fassen. Ohne euch gäbe es diese Welt überhaupt nicht mehr. Was auch immer die Zukunft bringen mag, ich werde mich immer an unsere gemeinsame Zeit erinnern. Wie wir zusammen kämpften, lachten und litten. Alles, einfach alles. Das wird mir Kraft geben. Ich war Minfilia, das Orakel des Lichts. Und nun bin ich Rhene. Ich werde diese Namen und alles, was ich mit ihnen verbinde, für immer mit Stolz in meinem Herzen tragen. Tankred, ich glaube, dieser Moment gehört dir. Du hast dich ganz schön gemacht. Egal, welche Herausforderungen dich erwarten, du wirst sie meistern, da habe ich keine Zweifel. Denn niemand ist so stark wie du. Egal unter welchem Himmel, ich werde immer an dich denken. Immer. Ich hoffe, wir stören nicht. Oh, seid ihr alle extra für uns gekommen? Wir werden euch niemals angemessen danken können, aber zumindest wollen wir uns gebührlich verabschieden. Für euren Heldenmut und eure Selbstlosigkeit im Kampf gegen das Licht gebührt euch höchster Respekt. Nicht nur habt ihr uns in einer ausweglosen Situation vor dem sicheren Untergang bewahrt, ihr habt uns auch die Schönheit der Nacht wiedergebracht. Viele Schlachten haben wir gemeinsam geschlagen, so manchem Feind getrotzt. Das schweißt zusammen, schmiedet Freundschaften. Sie helfen einem, das Leben und jeden Tag in einem neuen Licht zu betrachten. Wir werden erhobenen Hauptes in den Morgen schreiten, wie wir es in Kristarium schon immer getan haben. Deshalb werden wir weder zaudern noch verzagen. Nein, wir werden eurem Beispiel folgen. Wir werden zusammenstehen und voller Zuversicht in die Zukunft blicken. Lebt wohl, Freunde. Unsere Gebete werden euch begleiten, wo immer ihr auch sein mögt.
Auf die Bürger von Crystarium ist Verlass. Das wissen wir. Ja, diese Stadt kriegt so schnell niemand klein. Außerdem... Außerdem wacht ein strahlendes Symbol der Hoffnung über euch. Eines, das euch sagt, ihr seid nie allein. Der Kristallexarch hat aus seiner Herkunft immer ein Geheimnis gemacht. Aber jetzt liegt die Antwort vor uns. Ich habe gehört, was mit ihm passiert ist. Wie mag es ihm jetzt gehen? Seiner Seele. Alles wird gut werden, ganz bestimmt. Wir, alle Bewohner von Crystarium, glauben ganz fest daran. Bitte richte dem Exarchen etwas aus, wenn er erwacht und sich an uns erinnert. Bitte sag ihm, er soll sich um uns keine Sorgen machen. Sag ihm, dass er sich nun nicht mehr verstellen braucht, dass die Last der Verantwortung von seinen Schultern genommen ist und dass er nun sein Leben in vollen Zügen genießen soll. Wenn er sich eines Tages an uns erinnert und herzlich über die Dinge lacht, die geschehen sind, dann kann er sich sicher sein, dass wir ihn hören und voller Glück mit einstimmen. Wirst du ihm das ausrichten? Danke. Das stimmt mich froh. Es wird sich alles fügen, da bin ich sicher. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns auf den Weg machen.
Wohlan, fokussiert eure Erinnerungen so, wie ich es euch erklärt habe. Der erste Schritt wäre getan. Dann folgt nun die Seele. Angel, jetzt bist du dran. Ihre seligen Seelen und Erinnerungen sind nun in den Wesenskristallen gespeichert. Los, sammle sie schnell ein und pass gut darauf auf. Lass sie bloß nicht fallen. Es wird funktionieren, oder? Das hoffe ich. Solch eine haarig heikle Weltenreise ist auch für mich neu. Ich kann nicht garantieren, dass Seelen in eine andere Welt mitgenommen werden können. Weder ich noch die Magier von einst haben alle geheimen Geheimnisse der Seele gelüftet. Fehler geschehen, ebenso wie Wunder. Deshalb lass uns beten. Vielleicht dringen unsere guten Wünsche dorthin, wo uns der Zugang verwehrt ist. Ja, ich werde beten, dass alles gut geht. Gut. Wie ich sehe, hast du alle Kristalle eingesammelt. Dann kannst du nun durch den spiegelnden Spiegel treten und in deine Welt zurückkehren. Er war die ganze Zeit über aktiv und wird dich sicher hinüberbringen.
Wo bin ich? Wir sind zurück. Oh, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Danke. Ich fühle mich noch etwas benommen, aber der Plan ist aufgegangen. Ich glaube, wir brauchen noch einen Moment, um uns an unsere Körper zu gewöhnen. Kannst du dich um alles Weitere kümmern, bis wir uns etwas erholt haben? Der Wesenskristall trägt sein Blut. Ich habe keine Zweifel daran, dass er dir das bislang fest verschlossene Portal öffnen wird. Oh, wo will sie bloß hin? Tataru, sei doch so gut und mach uns deinen großartigen Tee. Und bitte rechne mit einem weiteren Gast. Schier endlos ist der Pfad, dem du festen Schrittes folgst, unbeirrt und unerschrocken. All die Abenteuer, die du bestreitest, werden zu einem Teil deiner Vergangenheit. Und vielleicht wird mit der Zeit manche Begegnung und manches Erlebnis in Vergessenheit geraten. Doch ich hoffe, du wirst dich dann noch immer an eines erinnern. Wie viel Zeit auch vergehen mag, deine Abenteuer haben dich zu der gemacht, die du bist. Welche Schmerzen du auch ertragen, welche Hürden du auch überwinden musst, das erlebte Glück, die vergossenen Tränen, die Gebete deiner Lieben, sie treiben dich an. Und du weißt, du bist nicht allein. Dieser eine Gedanke ist es, den ich mir bis zum Schluss bewahrte.
Na, liebes Schwesterherz, wie geht es dir? Hast du dich auch gut erholt? Ich fühle mich fast wie neu geworden. Krile hat mich so gut versorgt, dass ich mich direkt ins nächste Abenteuer stürzen könnte. Schau dir das mal an, Bruderherz. Was für ein Anblick, hm? Die Kleidung ist hervorragend, aber mit den Waffen hast du dich selbst übertroffen. Meinst du wirklich? Die Pixie, die mir in meinen Träumen erschienen ist, hat mir eure Ausrüstung in der Splitterwelt haargenau beschrieben. Bis ins kleinste Detail. Aber ich will ja ehrlich sein, das ist nicht ganz allein mein Verdienst. Die Waffen sind gar nicht von mir. Die haben die Anführer der Stadtstaaten netterweise für euch besorgt. Und außerdem soll ich euch etwas von ihnen ausrichten. Sie freuen sich sehr über eure Rückkehr und hoffen, euch schon bald wiederzusehen. Na, da haben sie sich ja wirklich nicht lumpen lassen. Bitte sag ihnen, dass wir uns sehr über die Waffen gefreut haben. Du und ich, wir haben unseren Kampfstil beibehalten und die Kleidung gefällt mir eigentlich auch so, wie sie ist. Aber man sieht uns überhaupt nicht an, wie sehr wir uns weiterentwickelt haben. Ach, das macht doch nichts. Sie benötigen die neue Ausrüstung doch viel dringender als wir. Unsere Gelegenheit kommt gewiss noch. Bin ich geschafft. Das war wirklich harte Arbeit. So viel Zauberei macht unglaublich hungrig. Tataru, bekomme ich bitte auch einen Tee? Und vielleicht etwas Süßes dazu? Gehe ich recht in der Annahme, dass unsere talentierte Krele die Barriere erfolgreich wiederhergestellt hat? Selbst Begluck hätte keine bessere Arbeit leisten können. Sie hat sich mit den neuen Barrieren wirklich übertroffen. Sie sind vielleicht nicht ganz so mächtig wie das Original, aber der Turm ist sicher versiegelt. Und sollte doch mal jemand eindringen, werde ich es gewiss merken. Das klingt ganz hervorragend, mein Freund. Und das bedeutet, dass es dir nun freisteht, dich nach Belieben in der Welt zu bewegen. Aber sprich, wie steht es mit unserem Angebot? Hast du dich entschieden? Ich? Nun ja, also wenn ihr wirklich einverstanden seid... Tja, also gut. Ich, Graatia, biete dem Bund der Morgenröte hiermit meine treuen Dienste an.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Was für ein großartiger Moment. Als ich ein Kind war, vor vielen langen Jahren, träumte ich davon, eines Tages ein Held zu sein. Doch, wie die Sterne am Firmament, schien mir dieses Ziel unerreichbar fern. Alarm, Alarm! Eine Horde von wild gewordenen Hippogryphen greift uns an! Schnell, wir brauchen dringend Hilfe! Na, zum Warmwerden doch genau richtig. Hey, Alize! Immer dasselbe. Nur keine Eile. Es wäre zu schade um den Tee. Oho. Verbrüh dich nur nicht in deiner Hast, große Hexe Matoya. Doch eines Tages stand ein fast vergessener Traum aus meiner Kindheit vor mir, in Fleisch und Blut. Dies war die Geburtsstunde eines neuen Abenteuers. Schon wieder dieser eigenartige Traum von den letzten Tagen. Interessant, wie sich mit diesem Wissen der Blick auf die Dinge ändern kann. Eieiei. Ihr sagtet ja, dass ihr das Schloss unter eure Kontrolle bringen würdet, aber Potzblitz, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es euch so einfach fallen würde. Wirklich großartig. Und ihr werdet es nicht fassen, aber auch ich habe meine Aufgabe wie geplant erledigt. Toll, was? Es ist schon beinahe unheimlich, wie glatt alles lief. Allein schon, dass ich genau die richtige Leiche gefunden habe. Geradezu verrückt, nicht wahr? Die Popularen, die mein Ableben so vorlaut postulierten, sind schon so gut wie ausradiert. Und Überraschung? Ich bin quicklebendig. Diese Familie Brutus, meine Güte, die ist ja sowas von steinreich. Und ich liebe diese goldigen Es gibt doch kein besseres Mittel auf der Welt, um sich den Pöbel gefügig zu machen. So lief mein Plan wirklich wie geschmiert. Ach du liebe Zeit, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt.
Bitte verzeiht mir meine Unhöflichkeit, Eure Hoheit. Keine Ahnung, wer du bist. Oh, du grausames Schicksal. Ich bin wirklich untröstlich. Das Verlangen, das in meiner Seele brennt, wird nun für immer ungestillt bleiben. Aber so ist die Welt nun mal. Wer auch immer einst diesen Körper sein eigen nannte, er dient mir nun ohnehin nur als ein Gefäß. Und ich, Vandaniel, diene nur meinem Herrn. Also dann, da hier im Schloss nun alles geklärt wäre, können wir uns ja der nächsten Phase unseres Plans widmen. Da wir hier absolut freie Hand hatten, darf ich wohl getrost annehmen, dass der gute Elidibus nicht mehr unter uns weilt? Könnte das etwa bedeuten, dass alle Ursprünglichen nun ausgerottet sind? Einfach fantastisch! Lassen wir unsere antiquierten Aufgaben und angestaubten Erinnerungen doch einfach hinter uns und genießen das hier und jetzt! Eure Hoheit, was haltet ihr davon, ein Jagdgelände für euch einzurichten? Dort erwartete uns die Niederträchtigste. Die Bösartigste und die Blutrünstigste aller Bestien. Tu, was du nicht lassen kannst. Komm doch endlich zurück, meine Teuerste. Das Leben ist so ungemein öde ohne dich. Ich freue mich schon zu hören, was für Jagdgeschichten du zu erzählen haben wirst. Jede Pirsch sollst du mir erläutern. Jede Trophäe präsentieren. Sei versichert, dass ich dich gebührend empfangen werde. Noch einmal werden wir uns im Kampf gegenüberstehen, die Klingen kreuzen und das Fieber der Hatz spüren. Für dich bin ich bereit, die ganze Welt in Grund und Boden zu stampfen. Die Bestie regt sich und ihr Brüllen verkündet das Ende. Es sind die Helden, die sich hier unbeugsam in den Weg stellen. Das letzte Kapitel im Kampf um die Welt ist eröffnet.